Hi Ladies, ihr habt mich gefragt nach Jugendballkleidern für 2015 und dazu habe ich euch ein wunderschönes Outfit zusammengestellt. Aber bevor ich da tiefer eingehe auf die Accessoires und Co., noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder größer sehen wollt, klickt einfach hier daneben auf die Bilder drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal die ganzen Bilder in groß, alle wichtigen Links. Und natürlich noch mein Geschenk, was euch bestimmt sehr gefallen wird. Und natürlich die ganzen Rabatte und Deals. Jedenfalls, bei diesem Outfit habe ich mir etwas ganz Spezielles gedacht. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es euch geht. Jugendweihe. Ihr wollt natürlich nicht gerne von der Mutter eingekleidet werden, obwohl die bestimmt auch einen sehr guten Geschmack hat. Ihr wollt euren eigenen Kopf haben. Aber auch elegant wirken und sexy. Und auch ein bisschen aggressiv. Ich kenne das Alter, ich war das selber mal, ich bin zwar keine Frau, aber ich weiß genau, wie man sich da fühlt. Und genau deswegen dieses Outfit, was ich euch versprechen werde, nächstes Jahr seid ihr damit voll der Trend, weil das war dieses Jahr schon sehr, sehr in und nächstes Jahr werdet ihr damit der Top-Renner sein. Und warum, da komme ich gleich noch tief drauf ein, aber erstmal gehe ich auf das Kleid detailliert ein, denn schaut euch mal an, das ist ein Nick-Holder-Kleid. Dieses Nick-Holder-Kleid wird hinten rumgeführt und somit habt ihr automatisch quasi hinten einen sehr schönen Rücken, also ein rückenfreies Kleid, was euch von hinten schon mal ja der Hingucker schlechthin ist. Es ist knielang geschnitten und der Stoff alleine ist sehr weich, also es kratzt nicht, lässt sich wunderbar tragen, ist auch hier im Bauchbereich noch mal ein bisschen gerafft mit einer schönen, wunderbaren Schleife und man kann einfach schon bei diesem Kleid selber nicht wegschauen. Stellt euch nur mal vor, ihr geht mit diesem Jugendweihekleid auf eure Veranstaltung und ihr betretet den Raum. Ihr habt automatisch die ganze Aura, die ganzen Augen auf euch, weil das Kleid einfach so strahlt und es sagt, hier bin ich, ich bin hier, um Party zu machen und um mein Leben in die Hand zu nehmen. Aber um das Ganze natürlich jetzt nochmal wirklich zu unterstreichen, empfehle ich euch, eine gelbe Stola euch zu nehmen, weil A, die Jugendweihefeiern sind natürlich doch schon nicht im Sommer, sondern im Frühjahr und da kann es doch schon noch ein bisschen manchmal kühl sein und so eine schöne Stola in diesem Chiffonstoff lässt sich auch sehr schön damit rumspielen und sexy wirken. Gerade beim Tanzen kann man damit auch noch sehr, sehr viel machen. Deswegen mein Tipp, so eine Stola kostet nicht viel und wenn sie euch stört, ist es sehr, sehr schnell klein gefaltet und in die Handtasche gesteckt und somit must have für euer Kleid. Und von der Farbe her habe ich es auch gleich geschaut, passt 1:1 wunderbar zu diesem Kleid. Und was brauchen wir natürlich, um eine richtig schöne Partynacht zu durchstehen? Ein sehr gutes Schuhwerk. Aber nicht nur darauf geachtet, dass es bequem ist, sondern auch noch top aussieht und eure Beine richtig sexy wirken lässt. Und deswegen diese schwarzen Pumps mit den silbernen Highlights und auch kleine Strasssteinchen und Verzierungen vorne drauf. Ja, die Pumps, muss ich jetzt bemerken, hat eine Höhe von 10 cm. Das ist nicht unbedingt flach, aber auch nicht extrem hoch. Das ist so ein gutes Mittelmaß. Aber ich habe euch versprochen, diese Schuhe machen euch wirklich das ganze Bein von oben bis unten so wunderschön. Das ganze Outfit wird nochmal gestreckt. Wirklich empfehlenswert und wirklich mal, sie sind wirklich noch sehr bequem für 10 cm Höhe und damit könnt ihr wirklich euch die ganze Nacht sehen lassen. Vielleicht hier so als kleiner Tipp, steckt euch so ein kleines Fußspray ein, so ein Erfrischungsfußspray, so ein ganz kleines gibt es bei Rossmann in die Handtasche damit, um eure Füße mal einen kleinen Kick zu geben, früh um 3, um einfach dann noch die letzten 2-3 Stunden, bis die Sonne aufgeht, durchzumachen. Aber die Schuhe allein ist natürlich nicht das i-Pünktchen. Das i-Pünktchen kommt dann noch zum Schluss. Aber jetzt komme ich das, was ich vorhin meinte, mit diesen ja ein bisschen aggressiv und aggro wirken. Aber das ist noch elegant sozusagen die Handtasche, also die Klatsch. Und da habe ich eine Handtasche gefunden, die wirklich ja etwas Außergewöhnliches ist. Denn wenn ihr hinschaut, die Handtasche selber, also gut, es ist eine Klatsch. Ist in sehr, sehr schön schwarz-silber gehalten und auch noch Pailletten drauf. Und der Stil selber ist auf dieser England-Flagge, was ja auch schon in diesen
Punk-Richtung ja, reinziehe. Also was noch sehr, sehr elegant wirkt. Und das Krasse ist natürlich, wenn man genau hinschaut, schaut dieser Verschluss oben dran. Manche sagen dazu, das ist ein Handtaschen-Schlagring-Verschluss. Ich würde es gar nicht so als Schlagring sehen, sondern es sind, wenn ihr die Handtasche beim Tanzen in der Hand haltet und eure Finger quasi durch die Ringe steckt, sieht es so aus, als hättet ihr an jedem Finger einen wunderbaren, ja, leicht aggressiven Ring drauf. Also auch nicht kleiner, sondern ein bisschen größer. Und das Geniale ist, ihr habt automatisch die Handtasche in der Hand und die ganzen Ringe. Also eine Mischung, die auf der einen Seite sagt, hier bin ich, mach was mit mir, auf der anderen Seite aber auch elegant wirkt. Also eine sehr, sehr schöne Mischung. Deswegen meine Empfehlung, um dieses Outfit nicht nur abzurunden, sondern noch quasi eine Note reinzulegen, was euer Charakter ist, ist diese Handtasche, sorry, diese Clutch, das perfekte Accessoire für dieses Outfit. Und jetzt komme ich natürlich noch zu den I-Pünktchen, denn ein gelbes Kleid mit schwarzen Akzenten ist nicht nur die Schuhe oder die Handtasche, sondern auch der Schmuck. Und da habe ich ein Schmuckset gefunden, was klitzekleine, ja, Blütenverzierungen ist, in Schwarz-Silber gehalten, genauso wie die Schuhe und die Handtasche. Also es ergibt ein ganzes Bild mit diesem gelben, rückenfreien Kleid. Schaut es euch selber an, dieses Schmuckset mit den Ohrringen und der Kette. Wenn ihr damit den Raum betretet, ihr seid das Girl des Abends. Ihr seid der Star. Man kann nicht die Augen von euch lassen. Und das ist quasi eigentlich mein komplettes Outfit für ein Jugendweihekleid für 2015. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und habt mit diesem Outfit, wenn ihr euch es zulegt, eine wunderschöne Partynacht und ihr werdet eure Jugendweihe wirklich nie vergessen. Und wenn ihr mehr solche Outfits, solche Kleider, solche Deals haben wollt, dann tut mich einfach hier oben mit einem Klick auf mein Logo abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mit solchen Outfits. Und natürlich, wenn ihr mir jetzt eure Kommentare hinterlasst, wie euch dieses Outfit gefällt oder was eure Fragen sind, zum Beispiel zu verschiedenen Kleidern, das Video ist auch noch durch eure Fragen entstanden, dann ab damit in die Kommentare, schreibt mir, was ihr sucht. Sind es Abendkleider, Cocktailkleider, was für ein Anlass? Seid da ruhig kreativ und detailliert, damit ich genau für euch wie dieses Outfit ein Kleid, ein Outfit zusammenstellen kann, was euch eine Nacht verschafft, was ihr nie vergisst. Und natürlich noch zu einem Top-Preis. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Outfit. Ich freue mich auf eure Kommentare und hinterlasst ein Abo. Ciao, ciao.